Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich habe wieder einen Planeten im Visier zum Start der Folge, und zwar diesmal den Planeten Zadaban. Und wir haben letztes Mal herausgefunden, dass sich auf diesem Planeten eine Waffenfabrik des Bloodpacks befindet, und die will ich für immer außer Betrieb nehmen, damit das Bloodpack keine Waffen herstellen kann, die sie entweder benutzen, um Leute umzubringen, oder verkaufen, damit Leute umgebracht werden. Scans zeigen eine behelfsmäßige Basis auf der Planetenoberfläche. Die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechen denen des Bloodpacks. Zahlreiche Lebenszeichen geortet, Watcher-Signaturen. Ressourcen in der Basis sind Komponenten zur Waffenherstellung. Das werden wir ändern. Wir werden diese zahlreichen Lebenszeichen ausschalten und wir werden auch die Komponenten zur Waffenherstellung entweder mitnehmen. Oh, ich kann jetzt Scanner starten. Also ich muss die Anomalie gar nicht finden. Ich kann auch landen. Oder mitnehmen. Mitnehmen oder zerstören, würde ich sagen. Kaum noch Munition, ja, dann wechseln sie zu einer anderen Waffe. Und ich habe wieder nicht meinen Flammenwerfer benutzt. In der letzten Folge. Wollte ich nur mal gesagt haben, ich habe es wieder nicht getan. Ich fühle mich sehr schuldig. Und ich habe gesagt, ich nehme euch nie wieder mit, weil ihr seid mir weggelaufen. Konstant, andauernd, ihr beide. War nicht lustig, nein. Also, ja, ich will eigentlich immer Samara dabei haben, aber ich muss Fane mal wieder mitnehmen. Habe ich lange nicht gemacht. Lange, lange, lange. Ja, Jake, Mordin. Ja. Habe ich keinen besonderen Grund, warum ich die beiden mitnehme, aber es ist an der Zeit, ja. Ich will euch mal wieder dabei haben. Das ist gut, Neuralschock. Das ist gut gegen die ganzen organischen Watcher. Und bei dir, die Schreddermunition, die klingt wirklich böse. Erhöht den Gesundheitsschaden bei organischen Zielen. Ich würde dich natürlich auch gerne haltbarer machen. Vor allem, da ich nur einen dieser Skills steigern kann. Ach, wer will schon haltbarer sein? Wann ist mir der letzte gestorben? Es ist schon ewig her. Ewig. Und ich behalte den Flammenwerfer. Toi, toi, toi. Halt mir die Daumen gedrückt. Vielleicht denke ich ja dran. Wobei, gegen die Aliens hat das wirklich keinen Sinn gemacht, den einzusetzen. Bei denen war ich dankbar, wenn sie auf maximale Entfernung schon gestorben sind. Ich orte eine große Energiequelle innerhalb der Basis. Ihre Zerstörung würde möglicherweise zur Abschaltung der gesamten Anlage führen. Gut. Also nehmen wir die Batterie raus. Das macht Sinn. Das ist wunderbar hier. Das ist ein geiler Planet. Meine Güte. Schau dir erstmal an. Dafür musst du dann Geld bezahlen für so einen Wasserfall. Und wir werden uns wahrscheinlich... Ach, wir werden darüber gehen und diese ganze Schlucht ausnutzen. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Eine weitere Nachricht. Sie bekommen ihre Ressourcen, wenn alles bereit ist. Oder wollen sie selbst danach graben? Ach, das ist von dem Kerl, den wir letzte Folge umgebracht haben. Alles wird für den Angriff vorbereitet sein. Wenn sie mir die zusätzlichen Watcher wie angefordert besorgt hätten, wäre die Sache längst erledigt. Also die Watcher oder Bloodpack hat vor, mit den Ressourcen von dem Planeten, wo wir letztes Mal waren, genug Waffen aufzubauen, sodass sie irgendein anderes Ziel angreifen können. Und wir wissen nicht, was dieses Ziel ist. Das werden wir hoffentlich herausfinden. Oh mein Gott, ist das schön hier. Ja, Shepard, ich nutze das komplett aus, dass das ein Konsolenspiel ist hier. Ich laufe einfach bis zum Rand und weiter und darüber hinaus. Okay, irgendjemand mag mich nicht. Ist ja nichts Neues. Das kommt mit dem Job hier. Dann wollen wir mal schauen. Ich schicke Ihnen zwei Ihrer Watcher zurück. Wow, was eine Menge. Damit Sie sehen, womit ich es hier zu tun habe. Ach so, die schlechten Beispiele. Ich schlage vor, Sie geben den Vollidioten keine Waffen. Diese miserablen Schützen verpassen sonst nur einem Ihrer Generatoren eine Breitseite, anstatt die eigentlichen Ziele zu treffen. Sobald Sie endlich verstehen, wo meine Probleme liegen, werden Sie mich hoffentlich nicht mehr verspotten, wenn ich um ein wenig Unterstützung bitte. Ja... Du bist tot. Du hast ein Scharfschützengewehr und... Meine Güte! Wer hat dir das SM-Outfit angezogen? Das ist ja... Der Helm, der... Wow. Der schlägt ja alles. Okay, hier gibt's wohl den ersten Kampf. Ja, natürlich. Mach's gut. Der hat übrigens ziemlich gut getroffen. Wahrscheinlich haben sie ihr Training ernster genommen. Oh, Mordin. Mordin, pass auf. Ach, da unten. Geh jetzt zum Ozean. Mordin ist da unten. Ach du Scheiße. Mordin, was machst du nur?
Ich bin fast tot und Mordin springt da unten rum und bringt Leute um. Ich bin beeindruckt. Ja, okay, das war noobig. Also, ich komme. Ich komme, Mordin. Ich kann doch sehen, dass du Hilfe brauchst. Ja, und Hilfe ist da. Wunderschön geflankt, den Kerl. So macht das Spaß. Du hast es sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, Mordin. Endlich habe ich zwei kompetente Leute dabei. Nicht wie letztes Mal. Einige meiner Watcher sind verschwunden. Ich brauche mehr, wenn sie wollen, dass die Arbeit termingerecht abgeschlossen wird. Woher sie sie nehmen, ist mir egal. Fragen Sie Garm nach seinen Ersatzleuten. Es sind sicher ein paar Verstoßene dabei, die für den Mineneinsatz gut genug sind. Herzlich, der Tote. Mit S im Namen. Ein Medizinkit. Wo auch immer, da, okay. Danke für die 100 Credits. Ich nehme noch keine Medipacks. Medipacks sind für Anfänger. Ich kauer. Das war geil. Das war der Hammer. Ich kauer lieber hinter Kisten, bis meine Lebenspunkte wieder da sind. Au. Ja, ich habe euch gesehen. Und ihr seid tot. Ja, ihr seid tot. Ihr seid so tot. Wow, Fane, du bist geil. Da kann man einfach nichts anderes zu sagen. Das habe ich ja noch gar nicht so beobachtet, dass du so geil bist. Mit deinen biotischen Fähigkeiten. Da werde ich fast neidisch bei. Vielleicht sollte ich doch auf meine Warp-Munition verzichten und irgend so eine geile Fähigkeit mir holen. So eine biotische Fähigkeit. Wie deine. Diesen Super-Warp da. Dann könnte ich mich umskillen und den normalen Warp verlernen. Du hast doch so einen Super-Warp, oder? Der heißt doch verbesserter Warp, ja. Der klingt cool. Was macht das? 200 Schaden. Was macht mein Warp für Schaden? Ach, ist auch verbesserter Warp. Okay, das Gras ist anderswo immer grüner. Ja. Nochmal gucken. Was hast du noch? Das Wurffeld. Ja, dann muss ich mir halt das Wurffeld holen. Und ich glaube, das Wurffeld sah ebenso cool aus. Na komm. Das kommt jetzt gerade recht. Ah, ich dachte, den treffe ich. Yay! Das ist der Generator. Ja, da ist der Boss. Okay. Das tat aber weh. Meine Güte, jetzt haben wir die beiden Brieffreunde umgebracht. Zumindest ist es gleich. Ja, da geht er hin. Und ich werde ich im Nahkampf fertig machen. Ich hab's mir versprochen. Komm her. Komm her. Okay, dann halt du. Voll in die Eier. Ja, ich mache jetzt einen Nahkampf. Es ist soweit. Ich habe immer noch keinen kein Dings benutzt. Wie heißt das? Keinen Flammenwerfer. Aber vielleicht wirft sich ja noch jemand vor meine Flinte. Ich bezweifle es zwar. Okay, einen noch. Und jetzt müssen wir evakuieren. Angesichts der Lage ist ein Rückzug empfehlenswert. Ja, okay. Evakuieren. Okay. Noch nicht weit genug. Okay, weit genug. Gut. Und bleibt schön nah bei mir, meine Freunde. Nicht, dass ich hier jemanden begraben muss. Was? Was das wohl ist? Wir haben die Waffenherstellungslage des Bloodpacks ausgeschaltet. Watcher-Soldaten des Bloodpacks dezimiert. Wir haben Erfahrung erhalten, schwere Waffen gefunden. Cool. Das erforsche ich jetzt noch. Da kann ich kaum drauf warten. Ja, da kann ich kaum drauf warten. Sind Sie in Gefahr? Halten Sie die linke Umschalttaste gedrückt, um das Selektionsrad aufzurufen. Das sind so diese Tipps, wo man eigentlich nicht weiß, wovon die reden. Weil man diese Begriffe nicht kennt. Selektionsrad? Keine E-Mail! Na gut. Wenn du meinst, Kelly, kann ich dir nicht übel nehmen. So, schwere Waffen. Wo haben wir das? Unter Prototyp anscheinend. Ja, Munition für schwere Waffen, erforsche ich. Vielleicht kann ich dann in dieser geilen Nuklearwaffe endlich zwei Schüsse abgeben. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Oh, ich wollte mal gucken, ob du was Neues war, zu sagen hast. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Komme kaum zum Arbeiten zwischen Ihren Unterbrechungen und Edis Beharren darauf, dass wahnwitzige Experimente die ganze Crew gefährden. Konzentration schwer möglich, Moral leidet.
Noch etwas? Okay, ich dachte schon, du hättest was Neues. Ich war ganz begeistert. Ich hab gedacht, oh, er redet mit mir. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Dabei ist mir aufgefallen, dass Mordin einfach noch nie gesagt hat, dass er nicht mehr reden will. Das heißt, es war für mich deswegen neu. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ach, keiner hat mich lieb. Schreibt mir Nachrichten, meine guten Leute. Commander Shepard ist von sowas abhängig. Wie soll er sonst wissen, was in der Welt vor sich geht? Muss die Fische füttern? Auf jeden Fall. Dann gucken wir nochmal nach neuen Planeten. Wobei ich versucht bin, doch nochmal bei Garrus vorbeizuschauen. Das ist jetzt aber das allerletzte Mal. Allerletzte Mal. Hörst du, Garrus? Ich gehe jetzt zu dir, weil wir haben ewig es nicht mehr versucht, mit dir zu reden. Und es könnte ja sein, dass die Sterne gerade richtig stehen, dass sie sich alle in eine Reihe hingestellt haben und Garrus ein neuer Dialog eingefallen ist. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin okay, hier, wenn Sie mich okay. brauchen. Ja. Kein Kommentar. Hallo. Mess Sergeant Gardner. Du hast schon mehr mit mir geredet als Garrus. Aber ich gebe ja zu, ich bin selbst dran schuld. Ich habe Garrus' Quest halt einfach nicht optimal gelöst. Wenn ich mir mehr Mühe gegeben hätte und darüber nachgedacht hätte, dass ich kein Auftragsmörder bin, nicht mal für Garrus, dann wäre das nie passiert. Also schaue ich nach einem neuen Opfer, nach einer neuen Quest. Und ich habe eine neue Quest gefunden, auf Guy Hinnom. Hinnom, Guy Hinnom. Interessanter Name. Guy Hinnom, an einen roten Zwerg, rotationsgebundener Planet, fast ohne Atmosphäre, war der erste Ort, an dem Forscher der Menschen Begräbnisstätte der Proteaner gefunden haben. Das ist hochinteressant, da will ich auf jeden Fall hin. Einige wenige wurden für die Nachwelt erhalten, beim Rest setzte Eldfell Ashland erfolgreich durch, dass überall nach Element Zero gesucht werden durfte. Schon bald kam es zum Skandal, Minenarbeiter plünderten Gräber, suchten nach E-Zero und anderen Schätzen und viele wurden bei diesen sogenannten Friedhofsaktionen sogar reich. Natürlich. EAE, das ist wohl die Firma hier, oder? Beendete zwar offiziell die Plünderungen, aber seine Arbeiter blieben auf dem Planeten, durchforsteten Gebiete ohne Claim und bringen das geförderte Erz zur Raffinierung ins Pamjat-System. Es klingt, als wäre es in Thailand, das Pamjat-System. Hinweis für Reisende zwischen Minenarbeitern und Wissenschaftlern, die beide die proteanischen Ruinen für sich beanspruchen, ist es zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen. Besuchern wird zur Mitnahme von Sicherheitsleuten geraten, falls sie unbekannte Regionen des Planeten erkunden möchten. Das werden wir also machen, und es sind immer noch viele Ressourcen hier. Was mich ein bisschen verwundert, wenn der Planet so leer geräubert wurde. Starte Sonde. Keine Ahnung, ob ich das gemacht habe. Ich sollte eigentlich nach Element Zero gucken, wenn überhaupt. Aber ich, das nehmen wir nochmal mit. Und dann hören wir uns die Nachricht wirklich an. Hier spricht Lieutenant Forsan Vasi Venner, Pilot des Spielschiffs Cyanid. Er bitte umgehend Unterstützung bei. Wiederhole. Hier spricht Lieutenant Forsan Vasi Venner, Pilot des Spielschiffs. Eine Klarianerin. Die hat das Was im Namen. Wir haben etwas gefunden. Oberflächenscan meldet Schiffswrack mit quarianischen Spezifikationen. Identität des Schiffes unbekannt. Anzahl der Anzeichen von Leben in der Umgebung unsicher. Einheimische Fauna stört möglicherweise Präzision des biologischen Scans. Dann wollen wir da landen. Ich werde auf jeden Fall Tali mitnehmen. Dann habe ich eine Quarianerin dabei, falls wir andere Quarianer finden. Die kann dann Erste Hilfe leisten und kennt sich mit den Anzügen besser aus als jeder andere. Und wen nehme ich noch mit? Ich bin mir unsicher. Tali? Komm, Tali, stell dich nicht so an. Und, ich bin mir unsicher. Said, habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ja, Said. Said, du gehst jetzt auf eine Rettungsmission. Der wird begeistert sein. Ja, warum nicht? Und du machst gar nichts. Okay, ich bleibe beim Flammenwerfer. Das wird mein Running Gag, mein neuer. Dass ich den Flammenwerfer mitnehme und nicht benutze. Zelte. Und, oh mein Gott. Ja. Sehr gut. Ich orte Lebenszeichen eines einzelnen Quarianers an ihrer Position. Den Werten des Anzugs nach zu urteilen, ist der Quarianer schwer verletzt.
Ich orte außerdem Lebenszeichen mehrerer einheimischer Wesen in der Nähe ihrer Landestelle. Das hört sich gut an. Ah, okay, wieder was zum Vorlesen. Bericht des Piloten starten. Interessante. Achso, von Lieutenant Forsan Vas Idenna. Das Pilotenlog des Spaceships Cyanic. Wir konnten die Triebwerke der Cyanid, so weit abdämpfen, dass wir der Aufmerksamkeit der Geht entgangen sind. Aber die Belastung war zu viel für das alte Schiff. Wir hoffen jetzt darauf, irgendwo im Sheol-System ein freundliches Fleckchen zu finden, aber unseren Informationen zufolge ist das nicht sehr wahrscheinlich. Es hat uns von Anfang an nervös gemacht, so nah am Perseus-Nebel zu kundschaften. Mit Recht, wie sich herausgestellt hat. Ich fürchte, wir werden die Flotte nie wiedersehen. Nach allem, was die Cyanid durchgemacht hat, ein ziemlich unrühmliches Ende. Die ersten Stunden nach der Landung. Die Landung war unsanft, aber wir konnten aus dem Wrack alles bergen, was wir zum Überleben brauchen. Leider hat es Lieutenant Commander Gorlat nicht geschafft, womit mir als ranghöchstem Offizier das Kommando zufiel. Wir haben die Gegend erkundet und festgestellt, dass der Planet außerordentlich lebensfeindlich ist. Ja, wenn's kommt, dann kommt's dicke. Wir wagen es nicht, unsere Schutzanzüge abzulegen. Das ist mal was Neues bei Quarianern. Hoffentlich werden wir gerettet, bevor die Gefahr von Strahlenschäden besteht. Ich weiß nicht, wer oder was dafür verantwortlich ist, aber wir haben mittlerweile die Hälfte der Überlebenden verloren. Ja. Wir wollten hier eigentlich ein Lager errichten, um abzuwarten, bis die Idenna unseren Sender ordnet. Aber etwas jagt uns. Oh, Predator. Also wir müssen uns jetzt mit Schlamm einreiben, damit er uns nicht sehen kann, in seinem Hitzesichtfeld. Und dann können wir ihn erschießen. Ich muss die Crew so gut wie möglich zusammenhalten. Wir werden einen Suchtrupp, meine Fresse, losschicken, sobald es Tag wird. Ich werde meine Crew finden und dann werden wir alles tun, um auf die Idenna zurückzukehren. Und ich werde alles tun, um euch zu helfen. Auf diesem wunderschönen, lebensfeindlichen Planeten. Dass immer die schönsten Planeten so lebensfeindlich sein müssen. Ist echt eine Schande. Okay, ich sehe Wände hier. Ich kann die Frau, die das Logbuch geschrieben hat, stabilisieren. Aber ich höre doch hier was. Die Werte des Quarianers sind stabil. Ich empfehle als Vorbereitung des Ausfliegens mit dem Shuttle die Sicherung des Gebiets. Das ist sicherlich eine gute Empfehlung. Hinterhalt! Wo? Wartet mal. Was hast denn du noch? Ah ja, nimm das Ding. Nicht Wahnsinnsschuss. Das war Warren. Okay, ich nehme mal den Flammenwerfer in die Finger. Die Kerle können ja nicht schießen. Das heißt, ich kann die schön rösten. Ja, es ist soweit. Ich habe den Flammenwerfer sinnvoll eingesetzt. Darauf haben wir doch alle gewartet. Zumindest ich. Warum wollen die alle zu dem Quarianer? Setzen! Das macht keinen Sinn. Was hat die Quarianerin den Wachen getan? Riechen die besonders gut, oder was? Ja, ich habe da eigentlich keinen Zweifel dran, dass die gut riechen. In ihrem Anzug. Wir müssen hier raus. Vor uns. Feuere Schlagschuss ab. Ja, ich verschwende hier alle meine schwere Munition, aber wen interessiert's? Also auf geht's. Ins Shuttle, zurück zum Schiff. Wir haben die Quarianerin gerettet, oder? Shepard, rette die Quarianerin. Gut so. Guter Mann. Ich hatte kurz Bedenken. Gut, dass ich Nahkampf gegen die Wachen geübt habe. Idenna zur Abholung im Anflug. Sie haben uns einen großen Dienst erwiesen. Der Captain wird sich bestimmt bei Ihnen melden. Och, ich will nicht mit dem Captain reden. Ich wollte mit dir reden. Och. Ich hoffe, die ist auf meinem Schiff. In meiner Krankenstation. Die quarianischen Überlebenden gefunden und ausgeflogen. Wunderbar. Bisschen Erfahrung bekommen und ein gutes Gefühl. Ja, wir haben Quarianer gerettet.
Oder eine Quarianerin. Das finde ich gut. Dann wollen wir mal schauen, ob die wirklich... Ich glaube nicht, dass die auf meinem Schiff ist jetzt. Seien wir ehrlich, das wäre zu cool. Ich habe bestimmt nur eine neue E-Mail. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Schauen wir mal nach. Bloodpack-Anlage entdeckt. Ja, die hatte ich gelesen, genau. Die Cyanid, danke, von Captain... Üsin Malvas Idenna. Bitte nehmen Sie meinen tief empfundenen Dank für Ihre Bemühungen bei der Suche nach dem Wrack der Cyanid entgegen. Das Schiff hat eine lange Geschichte, in der sowohl die Migrantenflotte als auch Cerberus eine Rolle gespielt haben. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass mein Volk das Wrack nun bergen kann. Sie haben Lieutenant Forsan gefunden und stabilisiert und damit der Flottille einen ihrer jüngsten und umschwärmtesten Helden zurückgegeben. Man wird Ihre Bemühungen nach der Suche der Quarianer nach einer neuen Heimatwelt nicht vergessen. Okay. Sehr nette E-Mail. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.